herzlich willkommen bei einem weiteren Video Torchlight. Bei mir ist Hallo. Der Halunke und der Mav, ich mach mit dem auch mit auf. Der ist meine Hallo. Show, nicht Alex Show, ist meine Show. Ja, ist richtig. Okay, Mav, wo geht's denn dann jetzt hin? Was weiß ich? Ja. Erstmal wollte ich noch sagen, falls irgendwer was vom Regan-Set findet, ne, würde ich gerne an mich nehmen. Ich glaube, ich habe alles verkauft, was ich davon gefunden habe. Aber nicht jetzt, sondern voll. Schon früher mal. Eben nur, gucken. Falls er jetzt noch was findet, ja. Ne? Was ich so im Dings ums hab. Will ja auch jemand, einer von euch. Ich habe zwei Quests. Ich habe sie Ember Keys und Robot Parts. Aber Robot Parts ist ja ein Dauerding, ne? Genau, Ember Keys habe ich auch. Ja. Ich habe. Die habe ich nicht mehr, dann muss ich euch folgen. Ich habe aber keinen Schimmer, wo wir dafür hin müssen. Ich habe keinen Stern dafür. Ja, ich habe auch gerade überhaupt nichts. Gucken wir mal in die Questbeschreibung. Aber da geht's ja schon nach Zerifesh. Slayer Stockade and Blutchkey Ember from the. Ja, das sind die beiden Keys. Ja. Haben wir die? Wo sieht man das? Ich glaube, nee, das ist kein Ember Key. Du, ich hab keine. Nee, die hat man ja irgendwie. Die Quest-Sachen landen ja gar nicht im Inventar. Aha. Aha. Ja, ich hab keine Ahnung. Wollen wir. Also hier gibt's ja keine Quest. Wollen wir irgendwie. Einfach mal auf hier auf das Portal und gucken. Wir waren ja zuletzt, waren wir bei The Frosted Hills, oder? Ja, genau. Ja, dann lass uns mal zu Frosted Hills. Das ist ja merkwürdig, dass keiner von uns den Stern hat. Marshall Bravestar. Ja, nicht, dass die GEMA nachher kommt. Warum? Weil ich so gut sehen kann? Ja. Ja, die suchen Talente. Ja, ich soll, oh, jetzt ganz böse, ich soll im Dschungelcamp aushelfen. Hier ist ein Stern. Hier ist ein Stern. Ich lade noch. Aber jetzt gleich komme ich. Ich habe noch einen schlechten Karlauer. Mav ist bin Laden. So, komm, lass uns kloppen. Hab ich Bock zu kloppen? Ach, guck mal, wie weit der Stern weg ist. Das ist ja der Hammer. Ich hab da keinen. Hier müssen die dran. Ja, hab ich schon gemacht und schon ist das Portal auf. Oh. Ja, gehen wir rein. Klaro. Alt. Gehen wir rein, Tutis. Hast du Uhr geguckt, ne? Ja, Uhr ist auf 57 Minuten und 30 Sekunden. Abweichung von ungefähr 10 Sekunden, weil ich ein bisschen eher drauf gedrückt habe, junger Spund. Ja, ich weiß, ich bin ein junger Spund. Oh, hier geht's ja schnapp. Ich mach alle kaputt, die mich kaputt machen. Oh, wer ist da geused in unseren Channel? Nimm dir auf. Hallo Paco! Hallo, Paco. Hallo. Ja, hallo! Wir Torchlighten, willst du dazukommen oder was? Du, also kein Ding, ich hab Zeit und Motivation. Du hast Zeit und Motivation, hast du ungefähr einen Level 20 Charakter, 19, 18, irgendwas da? Ich hab einen mit Level 40, aber ist eigentlich egal, ich kann euch hinterher rennen. Ey, das ist ja voll schwuttelig, wenn du so einen starken Typen hast. Ich lauf hinterher und lass euch die Arbeit machen. Ja, nee. Sag mal Paco, wie weit seid ihr denn gestern gekommen? Wir haben überhaupt nicht gespielt. Ach. Weil der liebe Herr Vendetta ja nicht kam. Ja, das dann ausgemacht war zwischen euch, dass es um 12:30 ist, hat sie mir dann auch erst um 12:30 erzählt. Ach so, ja. Das ist doch gut. Und das ist vielleicht gar nicht klappt, wusste ich gar nicht. Ja, war doof. Aber naja, stattdessen habe ich dann die halbe Nacht Unreal Tournament gespielt. Eins? Oder welches? Ja. UT3. Ach so. Ah. Aber das hätte Stil, Unreal 99, also Unreal Tournament 99 zu spielen. Das hätte echt Stil. Das habe ich nicht mehr, aber ich habe gerade für gestern Mittag Doom 2 gespielt. Das alte. Das ist doch auch was. Natürlich ist das alte. Die DOS-Version. Ja, in der DOS-Box. Das ist echt Hammer. Also ich hätte natürlich auch ein Add-on, das nur mit Maus und Tastatur und mit höheren Auflösungen, aber ich habe es mal im Original gespielt. Ja, logisch. Und du bist am Rennen, also irre, Alex. Du bist so ein Fixen. Warum? Leute, ich will ja nicht nörgeln, aber es ist gerade ein bisschen zu einfach. Dich stört es, dass es nicht Veteran ist, ne? Ja. Ich merk das schon. Wollen wir ein neues Spiel aufmachen mit Veteranen, oder was? Wir können ja einfach mal einen Moment weiterspielen, aber die fallen ja. Die fallen wie die fliegen, ne? Ich merk das auch, das ist man nicht mehr gewohnt jetzt. Wenn man die ganze Zeit Veteranen gespielt hat. Ja, ich hab vorhin mit dem Halunken, ich bin nur gestorben. Veteran gespielt, ich bin nur gestorben. Ja, Mav, weil da braucht man ja auch Skill. Ja. Oh, komm, Mav! Komm. Komm mal.
Nee, ich habe nur gerade gesehen bei Steam, ich war erstmal schockiert, dass 8 Leute online sind in die Uhrzeit. Da habe ich gesehen, dass ihr alle Torchlight spielt. Das ist ja. Aber ich bin euch ja zu stark. Ja, warum hast du denn noch keinen Level 20 Charakter? Alter, was sind Rennen denn hier für Zombies, die man nicht töten kann? Oh. Hier rennen Zombies rum, die man nicht töten kann. Achso, die sind von meinem Pet. Warum hast du ein Zombie-Pet? Das Pet zaubert die immer mal. Hat ein Spell dafür. Wie geil ist das denn? Ja, der Merv hat doch auch einen Zauberspruch von mir bekommen für sein Tier, das immer so einen kleinen Goblin zaubert, der damit kennt. Ja, ich weiß nicht genau, ob das der Charakter ist oder ein anderer. Aber hast recht, ich habe auch so ein Ding. Oh scheiße, ich sehe es echt wie Halunke. Das macht gerade nicht wirklich Sinn hier. Okay, lass gleich mal. Das ist eben noch den Typen hier. Lass den Typen kaputt. Das gibt's doch gar nicht, dass normal jetzt wirklich so simpel ist, wenn man die ganze Zeit mit Veteranen gespielt hat. Ja gut, ich meine, wenn du von Veteranen dann wechselst auf normalen Schwierigkeitsgrad, dann bist du natürlich unterfordert, ne? Das ist klar. Ja, das ist der Hammer. Weil, also, bei Veteranen gehst du wirklich derbe auf, also wirklich derbe drauf. Ja, komm, lass rausgehen. Ja, wollen wir, hier vorne ist eine Treppe. Wollen wir hier vor der Treppe rausgehen? Na, wir spawnen dann ja, wenn ich jetzt neu erstelle, ja eh erstmal wieder in der Stadt, ne? Ja. Aber was, wenn wir ein Portal hier machen? Das müsste doch dann noch da sein. Ich mach mal eins. Meinst du? Ja. Ein Handy, jetzt können wir raus. Ja bei mir. Achso, ich soll nicht durchs Portal gehen, oder was? Brauchen wir nicht. Okay. Beliebt. Paco, ich glaube, dein Mikrofon ist wieder zu krass. Wir hören uns doppelt und dreifach. Das ist ja interessant. Ja. So ist das. Ich gehe raus, ne? Ja, ich bin auch draußen. Ich warte darauf, dass der Stelle gerade mal die Empfindlichkeit verstellen, vielleicht. Ey, sei nicht so empfindlich. Oh, ganz schlecht. Heute hat das mit Karl Lauern. Mit Karl Lauern hat das. Paco, hast du schon das Video gesehen, was der Schleswig für mich gemacht hat? Paco? Jetzt hört er nicht mehr. Jetzt, oder er kann nicht mehr reden. Pacolein, kleines Pacolein. Scheiße, ja, hat nicht funktioniert mit dem Portal. Ist nicht da, aber ist ja nicht so schlimm. Merkt es auf, wieder, ne? Ihr seid schon wieder drinnen, ne? Gib zu. Ja, wir warten auf dich. Ich werde schon mal wieder Inventar aufräumen. Ich komm, dann kann ich ja auch gleich leveln. Ja, muss ich nämlich auch gerade. Ich sehe gerade, dass die Webcam ein bisschen dunkel ist gerade. Ist das jetzt besser mit dem Doppelturn? Dunklen Pulli. Ich habe mich schon lange nicht mehr doppelt gehört. Ja, weil besonders du warst bei der Empfindlichkeit, bist immer über den Regler gekommen. Weil ich so eine mega geile Stimme habe. Ja, weil du so eine eindringliche Stimme hast. So, los, ab in den Frosted Hill. Nein, jetzt level ich mein Ding ins Bums auf. Warte 10 Minuten. Ja, warte 10 Minuten. So, die lieben Abonnenten von Mav können jetzt sehen, wie er levelt, während Herr Lunke und ich Action machen. Also schnell auf den anderen Kanal, bitte. Lustig. Wo seid ihr jetzt hin? Ja. Frosted Hills. Ich lass mich zu euch teleportieren, ist das einfacher. Ja, los, dann können wir schon weiterlaufen. Dann kommt der Murphy einfach in uns rein. Genau, ich suche euch rein. Oh, scheiße. Alter, und sofort verliere ich hier vorne bei blöden Goblins Energie. Gleich merkst du, jetzt will ich... Hör mal, gleich soll ich doch mit meinem 44er reinkommen. Ja, jetzt kannst du mit deinem 44er reinkommen, du. Also, ich würde euch hinterherrennen, wenn ihr wollt. Kein Problem. Ja, aber was machst du denn von hinterherrennen? Dann sind ja die Monster doch auch stärker, oder nicht? Ja, wenn du fies wird, ich habe ja einen Fernkämpfer, dann tue ich aus der zweiten Reihe mit draufholzen. Ja, aber ist bei Veteranen es nicht so, dass die Monster anhand der Stärke von denen, die jetzt gerade, ich sag mal, in dieser Gruppe da so sind, errechnet werden? Da müssen wir eigentlich, ne? Ja, naja, und wenn also, dann... wo ich mit dem Math rumgelaufen bin, waren die alle kack einfach. Okay. Also wo er mit seinem, was weiß ich, 20er unterwegs war und ich mit meinem paar 30er damals, so waren die alle total. Boah, einfach. Haben wir Schwein, dass wir die hier alle schon weggemacht haben und die einfach so durchlaufen können. Ja, ich habe keinen Reroll gemacht. Ja, man kann es natürlich ausprobieren, wenn sie dann zu hart werden, kann ich auch wieder rausgehen. Ja, wie gesagt, join doch einfach hinterher, ich glaube, das genau. Gibt im Spiel keinen Abbruch. Kannst komm ja ran, hier. Yeah. Komm so rein und rausgucken. Yeah! Ich drück jetzt diese Scheiß-Taste hier. Ah ja, deswegen, und komm jetzt mit diesen Scheiß-Idioten.
Deswegen habe ich doch so ein hohes Level, weil am ersten Tag die Server nicht gingen und weil ich mich irgendwie beschäftigen musste. Onanieren war keine Möglichkeit? Ja, aber doch 20 Stunden am Tag. Der Mann wird ja nicht jünger. Ja, stimmt, 20 Stunden am Tag, das ging vielleicht noch in der Pubertät, aber jetzt, ne? Ja, Pubertät ist nicht nur Onanieren, das ging von alleine, ne? Da ist man aufgewacht und das Bett war klitschnass. Und die Decke klebte am Bauchnabel. Und das erklärt man einer Mutter, wenn sie dann die Sachen gewaschen hat. Ja, ich hab mit Window Color rumgespielt. Bombe! Ja, Zombies. Lutschen die Mana? Kann das sein? Ja. Sind das Mana-Lutscher? Das machen die besonders in Höhe, wenn man auf schwierigeren Schwierigkeitsgraden spielt, haben die häufiger mal irgendwelche Spells, die sie auf normal zum Beispiel nicht haben, ne? Voll die Können Ruhe wir rein hier, die Treppe runter? Oh, macht hier, Math macht Vollgas, los! Das müssen wir ausnutzen! Passt auf, liebe Leute, jetzt spielen wir in einer Stunde Torchlight durch! Ja, genau. Math is on fire! Der Umfang ist ganz heftig von dem Spiel, habe ich das Gefühl. Ich bin jetzt im Kapitel 3, glaube ich, mit meinem 40er Charakter. Das sind wir doch, ne? Halunke? War doch Kapitel 3. Aber das ist der. Ja, genau, Act 3. Ist dein Offscreen-Charakter oder was? Ja, genau. Mein Offscreen-Charakter. Ah! Ja, mit meinem bin ich auch in Act 3. Ja, aber es gibt doch nur Level 4 Kapitel. Ja. Ist wie bei Diablo, ne? Und der dritte soll der längste sein von allen. War bei Diablo auch. Ja, ist das schon fast wieder vorbei. Ja, danach kannst du plus 1 spielen. Kannst mit deinem Charakter weiterspielen, ein neues Spiel. Und dann ist auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad alles schwerer. Ja, aber ist ja alles die gleiche Schuld genommen. Ist ja jetzt nicht so. Darum geht es ja bei den Spielen, auf Level 100 zu kommen. Also. Und immer noch neue Sachen freizuschalten. Ist Maximum Level 100? Ja. Aber ich überlege echt, ob das sinnvoll ist mit einem Berserker Level 100, obwohl jetzt ist eh scheißegal, jetzt bin ich mit dem hier unterwegs und... Nee, erklär mal, jetzt versteh ich überhaupt kein Berserker auf dem Level 100. Weil eigentlich ist mir der Berserker so total, aber wie soll ich sagen, ich bin kein Fan von ihm. Ich bin gestorben! Wovon ich jetzt Fan bin, ist vom Engineer. Du hast einerseits Nahkampf oder auch Nahkampf-Skills und andererseits diese großen Kanonen, wo du auch Skills für hast. Das heißt, ja, du kannst beides machen, Fern- und Nahkampf. Das ist ziemlich geil. Obwohl, das kann ich ja mit dem Berserker auch. Ich habe ja auch ein Waffenset ist mit Dings, mit Waffen. Also ja, aber du hast keine Skills dafür. Nö, habe ich nicht, aber ich schieß gerne mal aus der Entfernung. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Mein Skill, oh Gott, wie heißt denn der? Wenn ich so Critical mache, dass ich dann Energie kriege. Das funktioniert auch mit den Pistolen. Der Executioner oder so. Der funktioniert mit den Pistolen. Ach, ich wusste das. Ja, hier nochmal zu den Alex. Shred Armor hatte ich, glaube ich, gesagt, nicht benutzen, weil es verbuggt ist, ne? Ja. Tut aber nichts zur Sache. Es ist so wichtig, dass es trotzdem. Ich hab's gut ja drinne, ich hab's ja drinne. Erklär mal für meine Leute, warum ist das verbuggt? Armor soll den Gegner von, du willst, dem Gegner Armor abziehen und dir dazu geben. Und das Armor abziehen funktioniert nicht. Das macht gar nichts. Aber das Armor kriegen ist trotzdem noch so effektiv, dass man das trotzdem machen sollte. Oh, jetzt geht's aber gerade mal wieder FPS-mäßig ein bisschen runter. Merke ich bei 4 Leuten. Also davon merke ich nichts. Ja, ich merke das auch immer nur beim Aufnehmen, komischerweise. Ja, ich könnte jetzt 20 Frames abgreifen. Ja, ich habe auch 20. Wenn ich kein Fraps laufen habe, habe ich 100. Alter, habe ich 500.000! 500.000! Fraps zieht aber auch mächtig am Prozessor. Ey, ich habe davon 6. Ich auch. Ach stimmt, wir hatten ja denselben, ne? Genau. Den gleichen oder denselben? Eure Länge des Ja. Das sind die Männer. Ja. Und du bist keiner oder was? Ja, ich bin auch eingefallen. Oh. Ja, so machen halt Let's Player den Schwanzvergleich, ne? Ja, nee, Let's Player machen den Schwanzvergleich in ich hab Camtasia, ich auch, aber bezahlt. Na, dann würde ich sagen, ich habe Sony Vegas bezahlt. Was kostet Sony Vegas? Ja, ehrlich? Um die 1000.
in der vollen großen Version. Ja gut. Nee, ich hab's legal von Chip.de, ich schwör. Ich schwör 30 Tage und irgendwie ging immer weiter. Ja, genau, und 30 Tage. Wo müssen wir hier denn lang? Und dann habe ich immer wieder die Zeit von meinem Windows zurückgesetzt. Ist keinem aufgefallen. Wo bist du denn, Halunke? Der weiße Punkt. Der Chuck. Mörderpuppe. Le Chuck. Ich habe nichts gesehen, ich hau da einfach mal rein. Diese kleinen lila Kugeln, die ziehen einem Mana ab. Kleine lila Kugeln? Du weißt aber schon, dass wir bei Torchlight sind, nicht bei... Ja. Gib mir eine LSD-Pille oder so. Aber weißt nur, dass die lila sind. Ja, keine Ahnung. Die gibt's in jeder Farbe, das weiß doch jeder. Ich hab nur Ahnung von Viagra, was anderes kenne ich nicht. Wir hatten ein bisschen Alter, ne? Ja, so, kennst du. Ja, ist halt schlimm, wenn man die jüngere Freundin hat, dann geht das halt nicht mehr. Absolut. Ne? Gelevelt, aber gerade ist kein guter Zeitpunkt, ne? Ja, ich muss auch leveln, aber ich hau jetzt erstmal nochmal weiter drauf, weil bis eben ging's ja auch, weißt du? Das denke ich dann immer. Bis eben ging's ja mit dem Level auch. Und irgendwann bist du dann. Da muss ich jetzt nicht so Stress machen, dass ich jetzt noch leveln muss hier. Boah, hier geht echt. Das ist nur keine Philosophie, um Hardcore zu spielen. Hardcore Wipes. Boah, weißt du, worauf ich mal wieder Bock habe? Das habe ich vor ewigen Zeiten gemacht. Da haben wir in irgendeinem Golfsimulator gespielt, alle im LAN. Und im Hintergrund hatte ich einen Stream auf nur 90er-Mucke. Weißt du, wie gut es ist, Golf zu spielen mit 90er-Mucke? Ja, Hammer! Ja, ja. Ja, sowas. So gut. Und wenn nichts geht, ne? 90er geht immer. Naja, geht so, ne? Was? So, ich level mal. Früher habe ich sie gehasst und heute lache ich drüber. Nee, lachen ist nicht, du. Lachen ist nicht. Was hast du gesagt? Shred Armor, ne? Ja, Shred Armor. Hat er. Machen wir hier! Lustig, was für Items ich hier kriege, alles Verkaufsware. Shred Armor! Da müssen wir hoch, ne? Ich sehe es nur platzen. Die ganzen Fratzen. Die sind alle doof. Nee, doof sind die Glatzen. Also ich glaube, bleibt auf eurem Level. Ja, es gibt nichts Besseres, ne? So, hier sind wir irgendwie falsch, war Schack? Norris? Ja. 10 Sekündchen, ich muss leveln. Ja. Wir suchen schon mal, wo es weitergeht. Oder, ist hier was? Ne, hier ist noch Gold, aber wo geht's denn hier weiter? Also das müsst ihr mir sagen, da ich die Quest schon habe, weiß ich das sowieso nicht, wo es weitergeht. Ich komm! Oh, Mister, ich hab die Quest schon. Das geht mir momentan ständig so. Immer dieses Elitäre, ey. Boah, ey. Hau doch ab, du! Nee, geht zu Hause. Kann's doch nicht sein. Scheiße, hier waren wir doch schon. Hier, rechts. Guck, nee, aber da waren wir doch. Ugh. Nee, hier. Ich hab dir alles schon hier. Fertig. Oh, wir Idioten sind da gerade ausgelaufen. Wo läuft die denn lang, ey? Na, hier. Ja, siehst du, wenn du jetzt. Pass auf, Mav, du pausierst einfach jetzt dein Spiel und gehst auf meinen Kanal und guckst mal, wo wir langgelaufen sind. Macht Sinn. In meinem Universum macht das Sinn. Sprich nicht dagegen. In deinem Universum macht es einiges Sinn. Ja. Oh, wenigstens ein bisschen Heal von Mana. Böse kleine Headcrabs! Das noch. Aber geht gar nicht, so schwer ist das gar nicht. Ja, wir haben ja auch nur einen Level 44 Charakter bei uns. Oh! Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich sterben! Ich tot! Oh nee, ey! Ja, ist aber trotzdem, es passt sie doch trotzdem an, oder nicht? Voll unseriös. Ne, ich glaube, das ist jetzt alles euer Level, weil ich spiele einhändig, ich brauche keine Heiltränke. Ich spiele auch einhändig, frag nicht, wo die zweite ist. Ja, du machst dir deine eigenen Heiltränke, so. Ja. Ich mach mir die Welt. Die greifen wir alle nicht an. Ich glaube, ich bin schon wieder. Ja, schon wieder einen miesen Ping. Ja, toll. Ja, deswegen greifen sie bei dir nicht an. Ja.
Mav hat einen Cheat. Mav spielt Schule. Auf leicht. Bei ihm greifen sie nicht an. Genau. Liebe Kinder, wenn ihr auch so einen Cheat haben wollt, müsst ihr einfach nur wie Mav im Hintergrund U-Porn laufen haben. Und dann funktioniert das. Ja, aber dann müsst ihr aber auch den Film mit den ganz geilen... Ich sag jetzt nicht. Two Girls, One Cup. Ah, da läuft, der zieht sich bestimmt gerade das Triebmonster aus dem Sumpf oder so. Und ich sehe jetzt, wie die ganzen 12-Jährigen, die sich das hier jetzt hier angucken, Two Girls, One Cup googeln. Liebe Kinder, das ist nur ein netter Film über zwei Frauen, die ein Eis essen. So, Mav. Ja. Wir stehen vorm Endgegner. Ich auch. Hä? Scheiße, du bist aber gar nicht bei uns. Also ich stehe jetzt vor der Tür, ne? The Grand Regent. Ja, wir auch, aber du bist nicht bei uns. Wir warten mal, bis du wirklich bei uns bist. Ja. Gut. War das gut? Das klang gerade wie ein Hüpp. Hüpp schon wieder rum. Er hat sich ein bisschen fortbewegt gerade. Oh, der Punkt kommt! Der Punkt kommt! Die gelbe Gefahr droht! Ich bin doch schon da! Mann. Wo denn? Da bei euch! Ich bin hier bei euch! Sonst gehen wir alle rein. Ja. Ey, nee! Ja. Na doch! 3, 2, 1 und dann könnte es ja klappen, dass es sich synchronisiert. Ich bin jetzt auch drin. Also, 3, 2, 1, go! So, gelbe Gefahr! Ich glaube, deine Internetleitung macht 4 Spiele oder mehr nicht mit. Ja, irgendwo mit zwei, also mit einem klappt es auf jeden Fall immer. Wir drei sind da. Der Math, nisch. Die gelbe Gefahr fehlt. Die gelbe Gefahr fehlt. Der wahre, einzig wahre Vernichter. Math, ist ja, keinen gelben Schnee. Wo bleibst du? Ich bin nur am Laden. Achso, er ist nur am Laden, er kann noch kommen. Er ist im Bin-Laden-Modus. Aber hier steht, du bist auf Floor 2. Ja, ist ja logisch, wenn ich noch im Laden bin. Was wird denn da gespielt bei Floor 2? Trance, House, Minimal? Nee, eher sowas wie seichte... Industrial-Musik. Industrial! Ja! Ach, herrlich. Was machen wir jetzt? Am besten schaltet ihr jetzt zu Alex rüber. Richtig! Endlich sagt der junge Mann mal ein wahres Wort! Und deabonniert ihn. Und für meine Abonnenten, bitte geht mal zum Mav rüber und abonniert ihn. Oh scheiße, ich bin in diesen Brunnen gefallen. Leute, ich bin in den Brunnen gefallen. Ja, dann bist du schon auf der Seite. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin alleine. Macht das hier kaputt. Ja, ich bin jetzt da. Oh, ich bin nicht mehr alleine. Der Chuck ist bei mir. Okay. Weil wenn wir weitergehen, dann kommt der Endgegner. Ey, nicht spoilern, nicht spoilern. Boah, spoilerfreie Zone. Voll der Spoiler, der kommt immer, wenn man durch das Portal geht. Wo ist der Mav? Wir können los. Bei mir ist der Mav noch nicht da, aber wenn du ihn siehst, dann wird er schon hinhauen. Ja. Okay, ich hab Angst. Los. Seid ihr jetzt hier? Ach, scheiße, Dreck. Ist das die Pussy, die da von unten kommt? Ja. Ja. Die erschieße ich. Nimm das, Schlampe. Der Tintenfischmann. Ich schieße ja auf den, aber irgendwie... Ach, jetzt kann ich wieder hauen. So, komm her, du Schlampe. Hier, du darfst aber ruhig mit draufhauen, Paco, ne? Du schießt doch die ganze Zeit. Oh, ich hab doch keinen Mana mehr. Also bis jetzt hat er mir noch nichts abgezogen. Ein bisschen. Der ist ja lächerlich. Ne, ist auch echt ein bisschen. Der ist ja lächerlich. Muss sein kleines Vieh wegmachen. Komm, Chuck, wir kloppen. Ja. Ich verliere, ich bin tot! Ich bin gestorben. Mal schon mal Mav, in unseren Herzen wirst du ewig weiterleben. Säureregen ist auch gut. Hier, wer ist er denn hier? Ich sehe mich nicht! Ich hänge hier irgendwo, ach da bin ich. Alles bin gut. Schon wieder gestorben. Du darfst nicht so nah an die Tentakeln gehen, das hab ich ja schon tausendmal gesagt. Aber ich stehe doch so drauf, die kitzeln so am Bauch. Warum sterbe ich denn immer wieder? Am Bauch, ist klar. Ich bin noch nicht mal da und ich sterbe mitten im Mikro. Vielleicht synchronisiert es sich... Yes, da liegt die Sau. Itzy Bitsy Spider. Oh.
Na doch, Mav, die Erfahrungspunkte musst du doch trotzdem kriegen. Ich bin voll. Ja, was? Oh, hier! Was ist denn das für ein hässliches, fettes Vieh? Ich pack mal eben alles ins Pad rein. Oh, ist gerade tot umgefallen. Was ist das denn für ein hässliches... Oh, jetzt ist es ein süßes, kleines Drachenweibchen. The Guardian of the Wild. Thank you, Mortal. Mortal Kombat! Das ist aber auch aus dem Film jetzt gewesen. Ne? Ja, logisch. Mortal Kombat! Die Mucke, ich hab beide Soundtracks sogar original von Teil 1 und Teil 2. Geht's hier durch? Den ersten habe ich auch, wegen dem Lied von Fear Factory, was drauf ist. Ja. Zero Signal. Das ist das bei Kano in der Disse. Nee, das läuft, wenn Scorpion gegen Johnny Cage kämpft. Ach, da in dieser Dings, in dieser Unterwelt. In dieser Unterwelt, genau, da läuft das. Und das fand ich so geil, dass ich mir das geholt habe und danach habe ich mir so das Album geholt von Fear Factory. Ich fand die Soundtracks einfach geil. Und das Beste ist beim zweiten Soundtrack. Liebe Leute, wenn ihr da draußen mal nach dem Mortal Kombat 2 Soundtrack googeln solltet, dann guckt mal, eins der letzten Lieder heißt irgendwie Chicken Remix. Das ist so geil. Der Chicken Remix. Das ist der Hammer. Chicken! Nee, so ist es nicht, aber es ist der Hammer. Es ist wirklich, wirklich gut. Der Mortal Kombat Chicken Remix. Oder so. Ich bin auch in der. Wenn ich dran denke, dann werde ich den Chicken Remix jetzt hier unterläufig, unterschwellig laufen lassen. Jetzt habe ich das richtige Wort. Ah, das will ich nicht. Oh, entschuldigt bitte. Gesundheit. Diesen kleinen Husteneinsatz. Was man alternativ natürlich irgendwann mal probieren könnte, um mehr Synchronität zu gewährleisten. Also, wir haben es ja mal mit Tangle probiert, das lief richtig gut. Ja, aber wir haben ja auch nur alleine gespielt. Ich weiß nicht, wenn ich alleine über das Netz spiele, funktioniert es ja auch immer. Wenn ich mit dir oder mit dem Malunken vorhin gespielt habe, alles, ist alles easy. Na, vielleicht mal testen. Wer weiß, vielleicht benutzen die niedrigere Bandbreite, das weißt du ja nicht. Wir? Nein, also nee, Tangle. Wir haben so eine fette Bandbreite, ne? Boah, wir können auch 6 Leute mitspielen, das macht mir gar nichts. Das Spiel hat übrigens zu wenig Slots für Multiplayer. Habt ihr die Mission von Commander Wayle angenommen? Ja, ne? Ich bin am Verkaufen. Ja, wir müssen nach Ziripesh, ne? Weiter. Ach, shit. Wow! Aber ich habe zwar eine Waffe genommen, die weniger Damage hat als meine, aber dafür hat sie 4 Empty Slots. So. Du bist ja voll Pro, ey. Alter, 4 Empty Slots. Ich komme jetzt auch nach Ziripesh, ne? Ach, warte, was? Das ist auch ziemlich fesch hier, ja. Was hast du gesagt? Serifesh, Reise nach Serifesh. Wer ist denn alles Ember Mage von euch? Niemand. Nur der Mav, oder? Alle! Alle? Ich habe eine mysteriöse Unique Leggings für Ember Mage. Falls jemand brauchen kann. Alter, wenn ich die jetzt hier noch tune, dann geht die ab wie ein Scharnitzel. Ich kann's ja mal probieren. Mal gucken, was passiert, wenn ich die ganzen Steine da einfach reinhaue, die ich hier habe. So, ich hab Fame bekommen, irgendwas wegen. Ey, ich brauche noch so einen verfickten Stein. Hat irgendjemand noch irgend so ein, wie heißen diese Steine? Diese Ember Chips? Ja, was für ein? Scheißegal, ich hab noch ein Empty Socket. Ja, ich hab die ganze Kiste voll mit Steinen. Ja, ich auch. Ich brauche irgendwas, was noch ein bisschen Damage draufhaut auf die Waffe. Ey, warte mal, ich kann dir sagen, dass ich in Auswahl habe. Also, genau, 14 Electric. Ich hätte auch noch 22, aber ich glaube, das kriegst du da noch nicht reingedrückt. Warte, ich habe Iron Ember habe ich drinne, Chaos Ember habe ich drinne und Flame Ember habe ich drinne in der Waffe bis jetzt. Es sollte ja nicht sein, also Wasser oder sowas wäre ja Blödsinn bei Flamme. Ja, ich hätte auch noch ein 14er Spark Ember hätte ich noch. Was also ist 14, ein Spark? 14 Electric Damage. Ja, dann komm, ja. Gib mir das. Ja, kann Kind dazu haben. Ja, kannst du haben. Das war aus hier planlos in Mittelerde, ne? Genau. Hier, kannst du haben. Nimm den Ring, kannst du haben. Yeah, jetzt hat die Waffe 160 Damage. Also, braucht denn irgendein Ember Mage eine Hose? Was denn für eine Hose?
20 Physical, leerer Sockel, 30 Increase, also 30 mehr Goldfund, 6% mehr Fire Damage und plus ein Mana die Sekunde für jedes Monster in 3 Metern. Ey, Alex braucht so. Meistens. Ja, da wollte ich gerade was zu sagen. Kennst du schon die Geschichte? Kennst du schon die Geschichte, Mann? Kennst du die Geschichte mit der verlorenen Hose? Ist egal, ich erzähle sie trotzdem nochmal. Pass auf, ich war mit dem Malunken, ne? Mit dem war ich voll in der Höhle, ne? Und in der Höhle, ne, waren voll die krassen Monster. Und die krassen Monster, die haben es mir voll gegeben, ne? Und, naja, jedenfalls, ich habe immer wieder auf die Fresse gekriegt, ne? Und dann habe ich herausgefunden, ich habe gar keine Hose an! Die haben die also quasi die ganze Zeit in die Eier gedreht. Ja, Mann, ich hatte gar keine Hose an! Das ist so lustig. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich macht's mich traurig. Kommt ihr oder was? Hey, hey, hey! Wenn ich da, wo bist du denn? Also ich bin schon hier, rausgegangen. Ich hab irgendwas, was suchst du? Diese Regent LP? Nee, wie heißen die Sachen, die du suchst? Das ich Regent, gehe da einfach mal Regent Set. Gucken, ja, ich hab was Regent-mäßiges. Was denn? Ein Gürtel. Ein Gürtel. Ja, wenn du eh wegschmeißen würdest, würde ich ihn nehmen. Ich hab auch einen Regentengürtel, den ich wegschmeißen würde. Ja, ich brauche natürlich nur einen. Ich habe einen mit 12 Eis, 12 Feuer, 12 Elektrik und 12 Poison und einen Empty Socket. Und was für Specials? Tut mir leid. In, 1% Increase in Magic Finding Luck. 58 aber würde ich auch mit dem Berserker auch empfehlen, das Set, ne? Weil das hat bei 3 Teilen 20% Health Stolen. Ich bin jetzt bei Electric Surge Pioneer Akiton. Das lustigerweise, ich hab doch keinen Plan schon wieder, wo ihr seid. Lustigerweise hat er exakt den gleichen Gürtel wie ich. Wer, ich? Ja. Yeah. Hm. Der Eltrain Sash heißt der oder sowas. Lass mich jetzt porten, ist einfacher. Eltrain Sash, genau. Ja, gut, dann gib ihm den und ich schmeiß meinen weg. Top. Da passt. Also die Leute sehen bei mir mal meistens. Warum seid ihr denn hier schon wieder? Ich dachte, ihr solltet. Ich verkauf gerade noch was, kleinen Moment. Das muss noch weg und das muss noch weg. So. Paco? Ja? So. Kannst du mir die Hose anbieten? Ja, genau. Zieh besser mal eine Hose an, ja. Chuck, wo bist du? Ich will traden. Ich warte schon auf der nächsten Map. Du bist schon auf der Verliererseite. travel to Serifesh oder was? Danke sehr. Ja, aber immer doch. Ja, okay, dann travel ich da auch mal hin. Ich hab meinen Shared Stash fast voll. Da bist du doch. Muss nach Ocean Races. Oh, jetzt leise, ich hab grad ne Zwischensequenz mit so einem coolen Auto. Ach so, du warst noch in der ersten. Da in ja. Der und da ist Lord Vader auf so einem Trecker. Oh, Entschuldigung, das hab ich für meine Zuschauer gar nicht eingeblendet. Oh. Ja, liebe Zuschauer, ne? Ja, können Sie sich bei Alex angucken. Lord Vader auf dem Trecker, nur bei Alex. Ich hab Stauballergie. Scheiß Kornfeld. So, Chucky, wo bist du? Wo ist die Mörderpuppe? Draußen. Oh, warte, muss ich jetzt erstmal hier die Quest-Dinger porten. Annehmen? Erstmal mit dem hier reden. Ne, ihr wisst wie immer, drückt Pause, wenn ihr es lesen wollt. Weil sind wir mal ehrlich, es interessiert keinen, was da steht. Ja, aber auch nur, weil es wahrscheinlich Englisch ist. Selbst bei Diablo auf Deutsch hat es mich einen Scheiß interessiert. Das habe ich auch nur fürs Let's Play, wenn die was gesagt haben, laufen bist lassen, du, ja. Seid ihr jetzt bei Two Ocean Ways? Da bist ich du schon drin, oder? Ich habe mich zum Chuck portieren lassen. Okay. Ich habe mich auch einfach zum Chuck portiert. Ach, der Chuck. Ich bin im Weg gegangen. Ein Weg, der deinen Namen drückt. Oh Mann, ist das peinlich. Findest du? Yeah. Nein, man muss zu asozialem stehen. Mein Bruder will ich zu Weihnachten eine Karte für ein Helene Fischer Konzert schenken. No. Der feiert das voll ab. Chuck. Jo. So, ah, da ist er ja. Chuck traden, Alter. Traden hier. Trade mal den Chuck. Hier, Chuck, ich trade, ey. Und wenn irgendeiner von euch Leute, was findet, für dieses Electric Sword Pioneer, keine Ahnung was, dann her damit. Ich habe meinen Charakter entzaubert, inzwischen gewechselt. Ich hatte vorhin Ember. Jetzt habe ich einen Ember Mage. Wie heißt denn der? Berserker. Den hatte ich vorher und ich habe einfach so ein bisschen gezockt, deswegen für mich das ist nicht mehr so als Let's Play. Einfach so ein bisschen rumgeballert.
Wenn ihr ein volles Let's Play sehen wollt, ich weiß, Alex, hast du das in einem durch? Ja. Ja. Auch wenn ich alleine spiele und so, ich nehme alles auf. Ey, warum fällt denn der nicht? Ja, das, was ich jetzt am Stück aufnehme, ist ja das wieder, Alter. Ja. Ich nehme einfach... Aber dann haben wir ja nicht weitergemacht, weil ja keiner da war. Mein Problem ist ja, da ich euch nie treffe, ich nehme einfach alles auf, was ich mit irgendwem spiele. Ja gut, aber dann hast du ja auch nicht im Endeffekt, ja du, für dich ja, klar. Für dich ist es, Alter, was sind das für starke Scheißmonster? Nimm mal an, einfach so in der Zeit. Da muss, au, 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 ja. Au, 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 da liegt er. Ich bin down. Chucky, das sind ganz schön starke Monster hier. Da lacht der Marco nur ganz dreckig. Aber Mav, es gibt bei mir auch Episoden, da sieht man den Ladescreen mehr als alles andere. Ich weiß gar nicht, ob ich im Let's Play schon mal gestorben bin. Nein, niemals. Ich glaube im Let's Play noch nicht. Ja, die Kacke ist echt dieses Veteranending. Auf normal rennst du relativ gut durchs Spiel durch. Auch das wird später dann schwieriger. Macht doch keinen Spaß. Was macht denn Halunke keinen Spaß? Ey, ich sterb schon. Na. So nicht, mein Junge. Das Praktische ist, dass ich Kickback habe. Das heißt, der kommt gar nicht in meine Nähe. Oh, ich bin auch krepiert. Ich auch. Dumme Ich nicht. Du hast dich auch hinter mich gestellt. Ja. Hab ich gar nicht. Erzähl keinen. Doch, doch. Da, Mav. Du hast dich versteckt hinter meinem Rockzipfel. Oh, Baby. Ja, dafür bin ich jetzt tot. Nein, ich hab mich gerade zu dir hin... Das funktioniert trotzdem. Also er geht dann zu der Stelle, wo du zuletzt gelebt hast, oder was? Ja, es wird ja schon geladen, dann reicht das. Und hier läuft ein Skelett rum, was Leute nieder... Basht. Ja. Basht. Das ist aber ein böses Skelett. Jetzt habe ich aber einen langen Ladeschirm, du. Ach so, ja, das ist von meinem Tier, das tut auch Skelette beschwören. Ich erinnere mich. Ach, ich habe ja noch Skills. Die müssen mal verskillt werden. Ich habe Durst auf den Kakao. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Du ahnst es. Du ahnst es. Oh Mann. Also, liebe Leute da draußen, habt ihr Mitleid, dann schickt bitte den Mav einen Kakao an die bitte schenkt mir einen Kakao at mav.de Adresse. Oh, weg! Oh, au! Das sind schon wieder die Arschlöcher. Was soll denn das? Warum sterb ich denn hier immer? Was ist denn hier? Nur ein Veteran-Kram, weißt du? Ja. Veteran, das ist die Schwierigkeitsstufe, wo man ab und zu seine Skills auch braucht. Habe ich schon verstanden. Ey, das ist wirklich Hardcore. Oh. Nee, Hardcore ist noch was anderes. Ja, das wird ja mal nicht bei YouTube gezeigt. Hardcore-Wipes. Ja, Hardcore-Let's Play ist natürlich bestimmt ziemlich witzig. Wenn du nämlich zwischendrin dann stirbst. Oh, die habe ich selber noch nicht gequest. Alter, was ist denn das für eine Claw? Ah, ist nicht so geil. Oh, ne. Kannst du alles behalten. Ich nehme das Animal-Band. Warte, was hab ich denn hier? Ich auch nicht verkaufen. Ja, so gut ist das jetzt nicht gut. So, hier zur Goldkiste hier oben noch. Stimmt, da haben wir eben schon gefunden, ne? Irgendwie andersrum ran. Ach, das bist ja einer von euch, weißt du? Ich hab einen Goldkiste. Oh nein, ich hab mein Bett was zum Anziehen gegeben. Ich hab Fresse gekriegt. Mann, nur damit Sunny nicht friert. Das ist scheiße, ist das so. Kacke. Was ist das hier? Kacke. Was hier denn? Obwohl ich das gerade sage, wisst ihr, dass ich den Film Hellboy total liebe, weil der Hauptcharakter die ganze Zeit Kacke sagt, anstatt Scheiße? Oh, Kacke. Das ist so gut. Das gefällt mir. Ja, der zweite ist sogar noch besser als der erste, finde ich. Ich mag den ersten mehr als den zweiten, weil im ersten gibt's Nazis. Nazis ziehen immer, ne? Nazis und Zombies ziehen immer und da gibt's ja auch diesen Nazi-Zombie. Besser geht's gar nicht.
Ah, die überlegen ja, ob sie jetzt doch noch einen dritten machen. Ja, habe ich gelesen. Weil sie sind noch nicht fertig mit der Welt. Finde ich voll gut, ich freue mich. Aber der Guillermo del Toro hat auch gesagt, es hat zum einen auch was jetzt zu tun damit, wie erfolgreich sein neuer Film Pacific Rim wird, ob er das durchkriegt beim Studio. Weil die ersten beiden Hellboys haben ja ihr Geld gerade so reingespielt nur. Das sind ja Typen Hörnern, oder? Ja. Halunke mag die nicht, weil das ist ja ein Superheld. Halunke guckt keine Filme mit Superhelden. Warum nicht? Mag er nicht. Erzähl Halunke. Weiß ich nicht. Weil er gerne selber ein Superheld wäre. Ja, aber wo ja, wart ihr eigentlich eben, als ich den Boss besiegt habe? Oh, jetzt hör auf hier, du. Ja. Ach, mein Mana ist low. Mana. Nee, witzig. Was ist hier? Hier ist noch eine Truhe bei mir. Oh. Ach, einfach jetzt irgendwas. Ich verkaufe das gleich eh. So. Tutis, wohin? Ich habe ein Fragezeichen unten links und einen Stern rechts. Ich hab hier ein Gürteltier. Das ist scheiße, das ist fürs Pet. Oh, ich bin so doof. Und noch ein Bossgegner. Ich bin immer noch an der gleichen Stelle, wo wir eben schon waren. Ich mache jetzt aber erst Gürteltier fertig. Ah, das macht doch nichts. Aber es bleibt mehr für mich. Jungs. Ja. Jetzt seid ihr mir aber auch mal zu schnell hier. Das gibt's doch gar nicht. Ich stehe die ganze Zeit an der gleichen Stelle. Ich renne irgendwo rum. Ich habe keine Ahnung. Da ist der Chuck. Da ist der Vernichter. Was? Da unten ist ein Stern. Wollen wir nicht mal zum Stern hin? Oder wo geht ihr jetzt? Oh, jetzt viel Gold. Du bist mein Stern. Du bist für mich der Satellit. Jetzt geht's wieder los hier. Und wie kommen wir denn da hoch? Ich will die Kohle. Hier außen rum. Oh. Scheiße, kein Google Maps angehabt. Scheiße. Ja, es war das Maps vom iOS wahrscheinlich. Richtig. Das ja wahnsinnig gut funktionieren soll angeblich. Ja, kein Stück, ne? Ja, ja, so Sachen wie Museum mitten in einem See oder so. Ja, das sind sie wieder, ne? Die Apple-Fanboys. Da freuen sie sich. Ja, ja, ich bin ein Riesen-Apple-Fanboy. Ja. Apple ist doch scheiße. Deswegen habe ich auch mir den Cyanogen-Mods draufgezogen auf mein Android-Phone. Ja, wer nicht? Ich ja, nicht, ich will's nicht. Ja, ich muss echt sagen, ich hätte es nie gedacht, wie krass ich nochmal Leistung aus meinem Handy hole. Aus dem Samsung. Ja, weil das. Galaxy S1, ja, und das ist. Es läuft so rund. Ja, weil da halt die ganzen Anwendungen von Samsung nicht mitlaufen, hast du halt natürlich viel mehr Arbeitsspeicher. Deswegen läuft's auch wieder richtig flüssig dann. Leute, ich bin irgendwo falsch gelaufen. Scheiße. Hinter mir ist ein Arsch voll Gegner. Oh Gott, ich bring die alle mit zu euch. Ich komme, ich muss hier weg. Ach, wir laufen doch in eure Richtung. Ich muss mal einen neuen Bogen ausprobieren. Ich bin einfach mal stupide hier lang gelaufen, das war... Oh, große Echsen. Oh ja, der ist geil, den konnte ich mir gerade jetzt erst nehmen, den Bogen. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Ich weiß nicht, auf was ich hier hauen darf, was euch gehört und was nicht. Blöde Fische. So, ich verteile auch mal wieder einen Fisch hier. Ach shit, das war ein falscher Fisch. Ja, und ich habe ja ein Skelett dabei die ganze Zeit. Ich sehe nichts. So. Boah, Basilisk! Der Knockback, ey. Endlich haben die ja mal vernünftige Namen. Boah, den Borkenkäfer! Das ist der Borkenkäfer des Grauens! Was ist denn hier los? Die Unborn. Ich komme hier rein und direkt mal. Ach, keiner wird immer Borki genannt. Borki, Junge! Hey, wenn ihr ein Backloch seht, ne? Granate rein. Bam. Wir haben die Waffen, wir haben das Geld, was wir brauchen sind Soldaten. Was ist das hier für ein unsichtbarer Basilisk? Wenn der unsichtbar ist, ist das meistens so ein. Nein, der ist unten. Ich kann den nicht schauen. Der war nie wirklich weg, der hat sich nur versteckt. Gibt's so ein Portal doch auch, oder? So eine Spezialquest. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ja, warum kann ich ihn hier nicht auf irgendwas hauen?
Please, you must go to the Mesa North, bla bla bla. Wir müssen zur Black Mesa gehen. Na endlich! Wo ist Gordon? Gordon! Oh! 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 Ich habe übrigens Black Mesa abgeschlossen. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Echt? Wie viele Stunden Spielzeit war es eigentlich? Ich habe ship.de um 3 Stunden geschlagen. es sollte 11 Stunden haben und ich habe 8,2 Stunden. Das läuft allerdings ohne Hauptspiel, oder? Das ist Standalone. Ja. Ja. Gut, dann trifft es ja gut, dass ich es mir heute nach der Arbeit in den Download mal reingehauen habe. Ja, und es ist fantastisch. Es ist wirklich so gut. Ah ja, Half-Life 1 war ich ja auch ein Fan von, Teil 2 war nicht so meins. Ja, aber schon den fand ich auch richtig gut. Aber ich fand auch... Oh, ihr könnt mich doch nicht allein lassen, wenn ich hier... ich bin... Level up! Du hast dich selbst allein gelassen, wir waren das nicht. Doch, ich bin nur am Sterben. Kannst dich du uns porten. Du hast dich selbst allein gelassen, wie doof ist denn der Spruch, jetzt mal ehrlich. Du hast dich selbst allein gelassen, Pech gehabt, Mav. Ihr hättet ja mitlaufen können, dann wäre er nicht allein gewesen. Ja, aber Mav ist halt kein Mitläufer. Nee, ich hab meinen eigenen Kopf. Mit den Dreien und Leben alleine sterben. Dann sterbe ich lieber, als mit denen zu gehen. So, wo jetzt hin? In die Alamakalei-Straße! Ja, ich wollte mal sagen, wir haben ja... Wollen wir den Stern nach oben, oder was? Ey, der Bogen ist ja voll fett, den ich jetzt... Geil. Ich würde sagen, ihr könnt ihn ausprobieren, aber da müsst ihr noch... Ja, ne? Wir sind auf der Verliererseite, das haben wir schon gecheckt. Brauchst du uns jetzt nicht nochmal auf die Nase binden hier. Nein, ich habe auch noch nicht das richtige Level. Ich habe nur, weil ich den so lange schon habe, Dexterity hochgepusht. Ey, was ist los? Das finde ich ja ganz geil bei einem Spiel, dass du nicht immer auf die Levels warten musst, sondern wenn du die Stats richtig skillst, kannst du die Teile auch früher nehmen. Ja, ja. Das finde ich ziemlich cool. Ich glaube, ich blende bei mir wirklich Fahrstuhlmusik ein. Trifft viel besser zu als irgendein Gemotze da. Ja, da muss ich dann jedes Mal, wenn du das machst, muss ich dann an die Neuverfilmung von Dawn of the Dead denken, wenn sie im Fahrstuhl sitzen und dann ist ein geiler Song. Ah, ja. Aber das war ein guter Film. Das war echt ein Ja, es war meine Neuverfilmung, die was getaucht hat, ausnahmsweise. Ja. Mit Burt Reynolds auf dem Dach, das ist so schön. Ja, Jay Leno, Burt Reynolds. Voll gut. Und das sind doch so Sachen, die würde man doch wirklich in so einer Zombie-Apokalypse machen, wenn einem langweilig wäre. Das wäre doch genau das, was man machen würde. Nach den Filmen, die der Regisseur bis jetzt ersponnen und gemacht hat. Der schießt doch in die Menge rein oder sowas, ne? Ja, der schießt da auf Leute, die halt aussehen wie irgendwelche Promis. Ja, wahrscheinlich. Also da der Regisseur ja eigentlich nur Stranger-Filme gemacht hat, wundert es mich kein bisschen, wenn das seinem Kopf entsprungen sein sollte. Aber Code war Dings, Land of the Dead, der Nachfolger, der hat mir nicht zugesagt. Den fand ich auch noch ganz gut, aber die danach kamen Diary of the Dead und... Den habe ich noch nicht mal mehr gesehen. Survival of the Dead, die waren scheiße. Land of the Dead fand ich irgendwie noch ganz lustig. Ich kenne nur Shaun of the Dead. Shaun of the Dead ist eine andere Riege. Aber der ist geil. Ja, absolut. Oh nein, ich fische! Ihr müsst nicht, ich auch mit Dynamit. Ja, ich habe auch Dynamit reingeschmissen. Ne, im Grunde macht ja mein Bogen gar nicht mehr Schaden als vorher meine Waffen, aber er zieht pro Treffer 51 Energie ab und wenn ich Schnellfeuer hab, ja, Tut ne? Tut mir leid da draußen, dass das hier eine doofe Kacke ist, aber so ist es. Wieso ist das doofe Kacke? Weil ich alle 5 Sekunden sterbe. Ich lade es trotzdem hoch, aber wenn ihr euch das anguckt, ihr werdet Dann ist es ein Fail-Let's Play, das muss auch sein. Ja. Dann können die Leute dann drunter schreiben, wie viel besser sie das gelöst haben. Ja, das machen sie ja immer gerne. Das machen sie so oder so. Oh, Vendetta, so Noob, Scheiße. Es ist doch aber total situationsabhängig. Du kannst... wir können doch nicht... Ey, hallo? Insane in the Membrane. Inside, got my brain. Mav, prüf mal bitte, ob du eine Hose an hast. Er hat keine Hose an! Ja doch, ich hab sogar die neue Hose.
Von mir, ja. Your pet has fled! Oder was sagt der? Ja. Seit wann hat mein Pet eine eigene Wohnung? Ist ja verrückt. Dein Tier seien geflohen. Du. Ja, wenn du den immer rausschmeißt. Komm, explodier endlich, du Qualle. Mach schon. Du willst es, komm, explodiere neben mir. Wie kommt man denn jetzt dahin, verdammte Inzuchtkacke hier? Ey, woher kennst du meinen Heimatort? Inzuchtkacke hier? Ja. Wir haben hier auch so einen Kaff in der Nähe, da denkst du auch, ey, das ganze Kaff besteht nur aus einer Familie. Ja, es gibt dann drei Familiennamen und aber 1500 Einwohner, ja. Mhm. Genau. Und alle haben schon mit allen geschlafen. Wie in Entenhausen. Wie in Entenhausen. Das sind auch alle verwandt. Definitiv. Ja, müssen wir hier rein, wa? Tower to the Moon. Ne, Tower of the Moon. Ich gehe schon mal, dort über mir länger. So, ab zur Mondprinzessin. Uhu. Sailor Moon. Yeah, geil. Halt den Mondstein fest und du kannst es tun. Ja, mach ich jetzt aber nicht mehr. Die Mumie will sich nicht bewegen, voll gut, ey. Was eine geile Mumie. Komm, auf die Fresse, blöde Mumie. Oh, die haben mir auch gut gefallen. Der erste und der zweite Mumie-Teil, wo wir gerade bei Filmen waren. Aber der ja, und Scorpions war irgendwie so richtig hübsch. Schön trashig. Den fand ich auch lustig, ja. Der ging klar, aber war jetzt nicht der Oberburner. Aber hat ja so ja, also was verholfen. Ja, also für so ein Bier- und Hirnausschalterabend ist der eigentlich ganz okay. Ja. Ich finde ihn wirklich schlecht. Ja, aber das liegt an The Rock. Bei jedem anderen würde ich ihn schlechter finden wahrscheinlich. Gate Lock. Aber ne, durch den Film ist aus The Rock was geworden. Ja, eigentlich nur durch seine Nebenrolle in die Mumie 2, ne? Und dann Scorpion King und auf einmal ist er in Hollywood. Wer hat denn den Schlüssel da? Keiner. Noch keiner. Wir müssen erst noch mal ein paar Leuten aufs Maul hauen. Achso. Wie im echten Leben. Was hast du über meine Mutti gesagt? Komm mal her, du! Drecksche. Die wehren sich kaum, ne? Was? Die wehren sich. Ja, die Mumien kaum. Wehren sich wirklich kaum. Und wenn sie sich wehren, ist es jetzt nicht so schlimm. Habe ich gemerkt. Ich hab noch gar niemanden gesehen, der sich gewehrt hat. Ist doch besser als andere. Aber vielleicht sollen wir die gar nicht töten. Genau. Vielleicht müssen wir die eigentlich retten. Mev, vielleicht ist das jetzt wie in DayZ. Wir sollen die gar nicht töten. Mev, das musst du entscheiden. Das ist dein Part. Wir kriegen jetzt alle so einen Taliban-Hut dann. Stellt die alle jetzt hier hin? Oh, da ist ein Obermod. Hier ist ein Obermod. Ey. Bei Mev ist schon wieder ein Obermod. Wo ist die gelbe Gefahr? Hä, wo? Die gelbe Gefahr ist in Gefahr. Ja. Hier, ich sehe den Obermotz, aber ich kann nicht angreifen. Ich kann ihn auch nicht angreifen. Der steht hier halt nur blöd rum. Du blöde Drecksau. Ja, super, weißt du? Der verliert nur super voll wenig Energie jetzt. Wenn ich sehe seine scheiß Energie gar nicht. Ja, ich sehe auch seine Energieleiste nicht. Ich krieg zwar schon. Das ist mein Endgegner, das ist nur für mich da. Ich muss weg, Energie. Ich krieg zwar Critical. Jetzt habe ich Energieanzeige. Jetzt ist er weg. Der kloppt drauf. Also. Hab ich schlechten Ping? Kann mal einer gucken? Nee, geht denn hier ja auch so. Nö. Der Einzige, der schlechten Ping hat, ist mal auf der Map. Maverick! Bleibt das Viech weg. Hä? Wo seid ihr? Will der sich mal irgendwie wehren? Ja, ich kriege auch immer nur Critical und so ein Kram angezeigt. Und ich kann den auch so nicht angreifen. Ich renn grad dem hinterher, der ist jetzt hier oben. Bei mir steht er an einer Stelle. Ey, tut mir leid, Leute. Wir haben gerade alle irgendwie so ein Verbindungsproblem. Wie war das damals mit diesen Geistern, die wir da draußen gefunden hatten? Ja, da hatten wir ja auch so ein Problem. Aber wir haben ihn bald. Ja. Was geil ist, ich verliere echt keine Energie. Doch nicht. Also ich kann auf dem hier, während er hier steht, kann ich auf dem Griff holzen. So und kaputt. Ja, und jetzt fällt er direkt vor meiner Nase um. Hä? Hier lebt er wieder. Jetzt fällt er wieder um. Jetzt fällt er wieder um. Wir haben ihn. Jetzt fällt er wieder um. Warte mal, wie oft will denn der noch sterben? Ja, wenn ich gleich wieder da bin, dann fällt er nochmal um. Jetzt fällt er wieder um. Wie oft will denn der Penner noch umfallen? Jetzt reicht's aber auch mal hier. Man stirbt nur zweimal. Nein. Aber wir haben trotzdem noch keinen Schlüssel, ne? Nein. Nein. Nee, du. Naja, im Fall von Mav stimmt das heute nicht so ganz mit den Zweimer. Verstehe ich jetzt aber nicht. Nee, ich auch nicht.
The door is still unlocked. Oh, ich komme gerade wieder hin und er fällt wieder um. Oh, er explodiert wieder. Huhu. Ich bin noch am Laden. Bei mir hat er sich nicht einmal bewegt. Ah, jetzt liegt er hier. Oh, da ist er wieder. Oh, er kommt immer näher. Hier ist noch irgend so ein Bone-Golem aufgetaucht. Ja, die gehören eigentlich dazu, ne? Die tauchen alle jetzt kommen die ganzen auf. Gegner, die eigentlich zu dem gehörten, wieder, oder was? Das ist irgendwie groovy. Also manchmal ist das Spiel echt so buggy, ne? Ja, eigentlich, Leute, wir haben jetzt 56 Minuten... Alex, wo ist Kill, steht bei mir. Hä? Was? Ich renn hier rum? Erzähl nicht so einen Scheiß! Ich höre jetzt auf. Jetzt mit der Aufnahme, weil es ist ja echt Kacke. Nein, niemals. Ich finde, es hat einen gewissen Unterhaltungswert. Ja. Das ist ja, genauso geil wie die Lindenstraße. Torchlight ist im Ladebildschirm hier. Pause the Wine da draußen. Oh, jetzt verliere ich Energie. Sagt mal Tschüss zu Mav. Tschüss zu Mav. Tschüss zu seinen Leuten. Tschüss, Leute. Könnt ihr trotzdem mal auf meine Energie gucken, also auf meinen Ping gucken und so? Hey, jetzt bin ich einfach tot umgefallen, du blöde Drecksau! Ich jetzt aber auch die ganze Bei mir Energie. Stehst du noch. Ich habe die ganze Zeit Energie verloren, hab Mana. Nee, nicht Mana-Tränke hier, die Health-Tränke genommen und auf einmal falle ich doof um. Ich geh mal Ladder ab und dann gehe ich wieder runter. Ich geh mal zum Vernichter. Ich geh mal raus und dann gehe ich mal wieder rein. Das Spiel ist einfach nicht für vier Menschen gemacht. Also es ist zwar gedacht, aber nicht gemacht. Oh, letztens mit sechs Leuten hat das ganz gut geklappt. Oh ja, ja, hier wieder den größten oder was? Ja. Bleibt wer drin, ich würde auch mal... ja, obwohl, ich habe das Spiel ja erstellt, ne? Du hast das Spiel erstellt, Junge. Kann ich dann rausgehen? Ja, eigentlich klar, schon, ne? Kannst du. Doch, ich glaube, das ist so. Einer von uns übernimmt das dann. Das ist wie früher bei Call of Duty. Mach ich das mal? Hä? Ich komme rein und fall wieder tot um. Ah, hier ist aber jetzt der Schlüssel. Ja, aber ich bin reingekommen und einfach wieder tot umgefallen. Ich bin da! Juhu! weil der Alex tot ist. An meiner Session hier, oder was? Ja, weil jetzt kam ich rein und dann war dieser Prison Key da. Also jetzt ist geht's wieder. Prison Break? Ja, jetzt könnte ich das Tor hinten öffnen. Der Schlüssel war jetzt dort. Wo ist denn der Schlüssel? Den habe ich aufgesammelt. Bei der Leiche von dem Dicken oder was? Ah ja, ich hab ja. Alex, siehst du mich? Sag ja. Ich sehe... Bitte sag ja! Ich sehe den Vernichter. Ey, du springst bei mir die ganze Zeit erst auf Kranken. Ich habe jetzt 2400 Fame gekriegt, Alter. Ich bin so Fame. Famous. Braucht jemand Regentenhandschuhe? Weiß ich nicht. Ich war das nicht, Halunke? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Handschuhe brauche, aber wenn du sie wegschmeißen würdest, würde ich sie erstmal einstecken. Ja, also ich brauche es schon mal nicht. Bei mir steht jetzt die ganze Zeit Connecting to Horst. Connecting to Horst. Kann doch sein, dass gerade die Server ein bisschen abkacken. Das kann auch sein. Dann schlagen wir doch einfach diesem Typ die Fresse ein. Im Horst, man. Your pet's pack is full. I warn you, hat er gerade gesagt. I warning you. I butter you. Was? Ich buttere dich? Ja, kennst du das nicht? 1996 oder so von Michael Mittermeier, wo er in New York war und er sagte, die reden alle so geil in New York. Und dann hängt er irgendwie zu Hause in Deutschland wieder in seiner Küche an seinem Brot und dann sagt er, hey Brett, I butter you. Wenn hier einer irgendwie buttert, dann bin ich das. So, also meine ist eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Meine lieben Freunde, ihr habt. Hä, wo rennst du denn da lang, der grüne Punkt da hinten? Ja, hier ist noch so ein Roboterteil hier hinten. Ja, oh, das will ich auch. Wie kommt ihr denn da hin? Zwei Roboter. Ich kann nicht mehr joinen, Leute. Er kann nicht mehr joinen. Jetzt finde ich Ach, das hier. Spiel nicht mal mehr. Das wird er bereuen. So, jetzt reicht's aber auch. Die Stunde ist so gut wie rum, ich denke. Ihr habt genug Fails mitgekriegt in dieser Stunde und ist eine Schande, dass der Alunke nicht mehr joinen kann. Ich bedanke mich wie immer bei meinen Mitspielern und sage haut rein und bis dann. Tschüssikowski. Bis denn.